Wenn man es zusammenfasst, dann wäre die beste Empfehlung, die man als Arzt heute geben kann in der Krebsnachbehandlung, sich eine Stunde pro Tag zu bewegen. Man kann diese eine Stunde auch auf zweimal eine halbe Stunde sozusagen aufteilen, zum Beispiel morgens nach dem Frühstück einen Spaziergang und abends oder zum Beispiel nach dem Mittagessen einen Verdauungsspaziergang. Das wären typische Beispiele, die gut integrierbar sind in den häuslichen Alltag auch. Und neu in diesem Zusammenhang ist, dass wir seit ungefähr 10 Jahren wissen, dass eben körperliche Bewegung einen relevanten Einfluss auf die Prognose hat. Das heißt, einen relevanten Einfluss darauf, ob Krebsrückfall entsteht. Und hierzu gibt es mittlerweile Daten aus vielen wissenschaftlichen Studien mit Zehntausenden von Patienten, die immer wieder das Gleiche zeigen, dass ein regelmäßiges Bewegungsprogramm führt zu einem deutlichen Absinken der Krebsrückfallquote. In einzelnen Studien bis zu 67%. Also dieses Thema Bewegung nach der Erkrankung ist ja für viele ein ganz zentrales Thema. Es geht darum, ja, körperliche Leistungsfähigkeit auch wieder zu steigern, wieder fitter zu werden für die Anforderungen des Alltags, aber auch das Leben ganz allgemein. Die Patienten schätzen schon diese Nähe zur Natur, also dass die Klinik direkt am Zugang zum Wasserfall liegt, und nutzen das auch häufig, auch den Weg zum Wasserfall zu gehen, weil man eben keine lange Gehzeit hat, sondern das wirklich zwischendurch auch mal machen kann, und erleben das als sehr belebend und erfrischend, auch zum Wasserfall zu gehen. Und der Wasserfall geht ja berghoch, also es ist ja kein flaches Gelände, was manche erstmal etwas verunsichert, weil es zum Teil auch steil werden kann. Aber für viele auch Ansporn ist im Laufe der Zeit, das so ein bisschen als Maßstab der Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit zu nehmen, zu sagen, ja, am Anfang kam ich erst bis zur ersten Brücke und jetzt schaffe ich es doch schon einige Meter weiter hoch. Also was die Patienten sehr schätzen, ist, dass wir ein kleines Haus sind. Wir haben nur 140 Betten, das ist sehr familiär und überschaubar und wird von den Patienten als sehr positiv gesehen, weil die Wege kurz sind, weil sie sich schnell auskennen, die Mitarbeiter im Haus auch schnell kennen, da wenig Wechsel einfach erleben und so ein schnelles Einleben auch möglich ist in den Reha-Alltag. In der Regel ist die Zeit von 3 Wochen für eine Rehabilitation üblich, und in dieser Zeit haben wir ein individuell auf jeden Patienten zugeschnittenes Bewegungsprogramm zusammen mit anderen Komponenten wie psychologischen Therapieverfahren, Ernährungsberatung, gestalterischen, künstlerischen Therapieverfahren zusammengestellt für die Patienten, damit verschiedene Bereiche auch wieder angesprochen werden, die vielleicht unter der Therapie auch zu kurz gekommen sind. Die Ärzte verschreiben nicht nur Medikamente, um die Symptome zu lindern, sondern wir versuchen von allen Ansätzen, die Patienten zu begleiten, abzuholen, sie zu unterstützen, zu ermutigen. Gleich am ersten Tag der Aufnahme hat jeder Patient ein Aufnahmegespräch bei einer Pflegekraft, und da versuchen wir einfach, Informationen weiterzugeben und die Patienten herzlich zu empfangen, ihnen zu erklären, wo Anlaufstellen sind, wo sie sich jederzeit hinwenden können. Wir versuchen sie einfach gleich von Anfang an mit verschiedenen Ansprechpartnern vertraut zu machen. Also wir haben vom psychosozialen Team ein ganz breites Angebot, wo wir unsere Patienten unterstützen möchten bei der Krankheitsverarbeitung. Da können die Patienten auch ganz frei wählen. Die müssen gar nichts machen, aber sie können eben ganz viel aus dem Bereich der Kunsttherapie, die Ergotherapie, Sozialberatung, wenn da Bedarf ist, dann ermöglichen wir unseren Patienten auch einfach Zeiten für Entspannung, weil man auch weiß, dass Entspannung eben auf ganz unterschiedlichen Bereichen sich auch positiv auswirkt und auch durch die Begleitung durch psychoonkologische Gespräche. Wir wollen versuchen, den Leuten etwas an die Hand zu geben. Es bringt nichts zu sagen, machen Sie 3 Stunden die Woche Sport. Das ist zwar nett, aber die meisten sind am Freitagabend da und sagen, ja, wann soll ich das noch machen? Und dann dafür haben wir eben das Programm mit den MET-Punkten erreicht. Da gibt es Vorgaben, 27 sind eine gute Zahl für die Woche, um eben ein gewisses Gesundheitslevel zu erreichen oder eben auch vor allem zu halten, gesund zu bleiben und Rückfallrisiko zu senken. Das ist ganz entscheidend dafür. Also was auf jeden Fall
Entscheidend ist, dass wir Angebote drinnen als auch draußen haben. Das ist ganz wichtig. Bei gutem Wetter versuchen wir immer rauszugehen. Alleine durch den Wasserfall, die Luft, die dort herrscht, ist ideal für diverse Leute. Das heißt, auch in kleinen Gruppen mit schwachen Leuten können wir durch einen Spaziergang denen ein bisschen Bewegung zukommen lassen, vor allem draußen. Die dürfen eigenständig gehen. Viele trauen sich das nach einer langen Zeit nicht mehr und sagen, ich gehe lieber in der Gruppe, da bin ich sicher. Die nehmen wir mit. Ob es Rollator ist, Gehstöcke, sonst irgendwas, kein Problem. Aus meiner ärztlichen Sicht ist das Thema die Verarbeitung der Informationen, die wir haben. Das heißt, die wissenschaftliche Grundlage ist einfach den Patienten zu erklären. Am Ende bin ich aber fest überzeugt, dass das Gesamtkonzept, das heißt, dass die Patienten sich langfristig bewegen, dass wir die Patienten langfristig motivieren, dass das Gesamtkonzept auch Spaß machen muss. Und daran arbeiten wir verstärkt und versuchen durch auch psychologische Themen das Thema Spaß in der Bewegung bei den Patienten in den Vordergrund zu stellen. Unsere Mitarbeiter widmen sich mit ihrem ganzen persönlichen Engagement unseren Patienten. Es ist ihnen ein persönliches Anliegen, den Menschen eine neue Richtung zu weisen und ihnen neue Gesichtspunkte, Aspekte aufzuzeigen.